So, jetzt nochmal wie versprochen das Video zum Verjüngen eines Spleißes. Damit ist gemeint, dass man halt hier diesen Spleiß an der Stelle, wo er endet, verjüngt. Im Klartext sieht es dann quasi so aus. Hier ist jetzt, Moment, so, hier ist jetzt diese Stelle, die hart im Übergang ist. Und wenn ich jetzt weiterziehe, sieht man, dass da ein sanfter Übergang ist. Denn ich habe ein Seil gemacht, was auf beiden Seiten gespleißt ist. Und dann sieht man hier ein leichter Übergang und hier ein harter Übergang. Und diesen harten Übergang, den will man vermeiden. Es ist also absolut besser, wenn man es so verjüngt macht, wie es hier dargestellt ist. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Aber im Video werde ich da nochmal etwas besser drauf eingehen oder bessere Bilder haben. Das seht ihr jetzt im Anschluss. Viel Spaß dabei! So sieht er nun aus, der Spleiß, den wir vollendet haben. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man diesen Augspleiß herstellt aus Dyneema-Hohlgeflecht. Und im Video bin ich darauf eingegangen, dass hier dieser Übergang zu hart ist. Also man kann, wenn man diesen Übergang ausjüngt, dementsprechend mehr Bruchlast erzielen. Das ist vielleicht nicht viel, aber es hilft auf jeden Fall, die Stabilität des Spleißes zu verlängern. Da ich den jetzt hier natürlich drin habe, schon die ganzen Enden oder das eine Ende hier rein, hole ich das jetzt einfach wieder raus, um euch zu zeigen, wie man es dann macht beim Spleißen. Sprich einmal, das müsst ihr ja nicht machen, weil ihr macht ja den Spleiß. Und das sieht dann wie folgt aus. An der Stelle nach dem Einziehen der Schlaufengeschichte hier kommen wir dann zum Einziehen in den Mantel mit dem Fit. Sprich, den Fit ansetzen, so wie vorhin schon gesehen. Und in etwa merken, Moment, das gebe ich euch noch eben mit auf den Weg, wo man wieder raus muss. Das wäre hier. Da muss ich wieder rauskommen. Ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Ich gehe einfach hier hin. Zack. So, das als kleiner Marker. Dann Fit ansetzen. Hier rein. Aufpassen, dass die Garne, genau wie beim vorherigen Video schon erwähnt, flüssig dran vorbeigehen, wir keine Probleme beim Durchziehen haben. Dann ziehen wir das durch. Soweit waren wir ja heute schon mal. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir anders machen. Wir lassen das Stück jetzt rausstehen und verjüngen das. Und verjüngen bedeutet, dass wir einzelne Garne hier rausnehmen. Sprich, ich fange jetzt mal hier an der Austrittsstelle an, ziehe das leicht hoch. Schau dann, dass ich hier unten drunter keine anderen Garne habe. Und jetzt ziehe ich das raus. Nummer 1. So. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und zwar mit dem hier. Leicht anlupfen, drunter schauen, dass alles frei ist und den rausziehen. So, dann überspringe ich jetzt einen und zwar wie folgt. Der hätte ja jetzt hier so gelegen. Jetzt springe ich über den drüber und nehme den als nächsten. Den wieder rausziehen. Das, was ich rechts mache, muss ich auch links machen. Drehen. Hier sehe ich jetzt auch, dass das die Reihe ist und dass ich diesen hier nehmen muss. Den überspringe ich, den nehme ich mir. Anlupfen, drunter schauen, dass ich alle habe und rausziehen. Zack. Ja, das machen wir wieder auf der anderen Seite weiter. Einen überspringen und den nächsten greifen. Und zack.
Jetzt haben wir 3 auf der rechten und jetzt noch den dritten auf der linken. Ihr ahnt es schon, das ist der, den ich hatte. Den überspringe ich und nehme den nächsten raus. Zack. Nun habe ich 3 Stück zu jeder Seite. Ich lege das nochmal eben hier hin, damit man das nochmal sieht. So. Okay. Und die trennen wir jetzt ab. Und zwar genau hier unten, direkt immer am Ansatz auf beiden Seiten. Sprich einmal Cut, Cut, Cut. Haben wir die Seite. Dann auf der anderen Seite. Cut. Jetzt natürlich aufpassen, dass man hier nicht die anderen Stellen am Tauwerk beschädigt, so wie gerade gesehen. Nicht, dass ich jetzt hier aus Versehen mit anschneide, weil wir brauchen ja jede Faser beim Dynisma, um da halt höchstmögliche Bruchlast zu haben. So, das ist jetzt eine verjüngte Geschichte. Zack, zack, zack. Und jetzt müssen wir hier oben noch das letzte Stückerl, das machen wir jetzt ein bisschen offen. So, legen das flach hin und schneiden das im spitzen Winkel ab. Zack. So, das war das. Das tut ein bisschen beiseite. Und jetzt halten wir hier wieder fest und ziehen die lose Richtung langes Ende. Und was sehen wir? Ein wunderbar gleichmäßigen Übergang. Keinen harten Übergang. Noch einmal drüber melken. Und wir sehen eine sehr schöne Verjüngung. So funktioniert es, das ausgedünnte oder verjüngte Ende eines Spleißes. Damit erreichen wir noch ein Müh mehr Bruchlast. Die Leine ist besser zu bedienen, wenn an dieser Stelle zum Beispiel dann auch eine Rolle noch wäre. Ist der Übergang einfach fließender und dadurch besser zu handeln oder die ganze Leine besser auszunutzen. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und viel Spaß beim weiteren Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, ruft an, in die Kommentare rein oder. Ihr kennt die ganzen Wege und ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank und bis die Tage. Ciao.